vielleicht das fühlt, wie ich so ein Politiker bin, ne? Ja. Für ein großes Interview, für Tagesschau oder... Ja, ich bin Milo und ich komme her aus den Niederlanden. Ich bin einmal eher in Köln gewesen, letzte Weihnachten, und hat mir eigentlich immer gefreut. Und ich kenne auch ein paar deutsche Leute, sind auch mit Freunden jetzt. Und das ist nur Spaß zu unterhalten in einer Sprache von deiner Freunde. Ne? Ich habe gute eigentlich Reviews gehört über Tandem. Und ja, das sah eigentlich sehr professionell aus. Und ja, dann habe ich entschieden, um bei Tandem in Köln Deutsch zu lernen. So, am Sonntag kam ich mit der Zug von Amsterdam nach Köln. Ja, ich war nervös, aber ich freue mich auch darauf. Um 9 Uhr haben wir erstmal so ein Intake-Gespräch gemacht. Und danach wird man eingeteilt in eine Klasse. Eigentlich machen wir in einem Tag viele verschiedene Sachen. So, wir sprechen über eigentlich verschiedene Themen. Wir sprechen natürlich über Grammatik. Und die Lehrerinnen kombinieren das oft eigentlich in ein schönes Paket. Ja, und es ist nicht nur Wörter lernen und Grammatik lernen, aber es ist auch sehr interaktiv. Ja? Nicht nur mit den Lehrerinnen, aber auch mit deinen Mitschülern. Der Fokus ist sehr viel auf lange Sätze und die Präpositionen korrekt benutzen. So, in 4 Tagen habe ich auch viel gelernt, und ich hoffe auch in den nächsten 3 und noch etwas Monate viel mehr zu lernen, um mein Deutsch noch hoffentlich fließend, dass man Deutsch fließend bekommt. Ja.